Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Video. Und zwar geht es um das Thema Code of Honor und Proof of Concept. Mein Code of Honor, die Grundpfeiler meiner Workshops und Seminare bei mir. So, nun erstmal ein Einblick in die Werte, die den Erfolg formen. In der Welt der Verkaufstrainings gibt es eine schrille Vielfalt an Ansätzen und Methoden. Ein Name, der in seinem Bereich jedoch hervorsticht und sich durch seine einzigartige Herangehensweise und nachhaltige Ergebnisse einen Namen gemacht hat, das bin ich. Was genau macht meine Workshops und Seminare denn so besonders? Die Antwort liegt in meinem Code of Honor, einer Sammlung von grundlegenden Werten und Prinzipien, die das Fundament seiner Lernmethoden bilden. So, und wir gehen die Schritte Step by Step durch. Der erste Schritt ist die Pünktlichkeit, die Zeit als wertvolle Ressourcen. Der erste Baustein von mir im Code of Honor ist die Pünktlichkeit. In der Welt, die von Zeitmanagement und Termindruck geprägt sind, betone ich die Wichtigkeit, pünktlich zu sein. Nicht nur als Respekt gegenüber den anderen Teilnehmern, sondern auch als Zeichen des Engagements für eine produktive und effektive Lernumgebung. Der zweite Schritt, Verlässlichkeit, Versprechen halten und Vertrauen aufbauen. Verlässlichkeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Verkauf. Von mir vermittelt ist es mir wichtig, das Versprechen zu halten und zuverlässig zu sein. Diese Eigenschaft bildet das Rückgrat einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung und ist sogar der Schlüssel, um Vertrauen weiter langfristig Kundenbedingungen, Beziehungen aufzubauen, zu auch schaffen. Der dritte Schritt ist die Wertschätzung, die Basis für erfolgreichen zwischenmenschlichen Beziehungen. In meinen Workshops betone ich immer wieder die Betonung von Wertschätzung, die Anerkennung der individuellen Stärken und Beiträge jedes Teilnehmers. Das schafft eine Atmosphäre des gegenseitigen Respektes und fördert eine positive Lernumgebung, in der sich er frei verhalten kann. So, der nächste Schritt ist gemeinsamen Erfolg als Teamarbeit. In meinen Trainings, Seminaren, Coachings kann oft sehr individuell gewirkt werden. Doch was hebt die Kraft der Gemeinschaft hervor? Erfolg im Verkauf erfordert oft die Zusammenarbeit von Teams, sei es innerhalb eines Unternehmens oder zwischen Kunden und Verkäufern. Mein Ansatz fördert ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und ermutigt den Teilnehmern voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Der nächste Schritt ist Ehrlichkeit, die Grundlage für langen anhaltenden Erfolg. Ehrlichkeit ist der Schlüsselfaktor in jeder Beziehung, sei es im Geschäftsleben oder in persönlichen Bereichen. Ich lege großen Wert auf die Ehrlichkeit im Verkauf. Ich lehre, wie wichtig es ist, transparent zu sein, ehrliche Kommunikation zu pflegen und Kunden mit Integrität zu behandeln. Natürlich kann ich nicht jeden Kunden glücklich machen. Der nächste Schritt und der letzte Schritt ist der Respekt.
Miteinander ein weiteres zentrales Element von meinem Code of Honor ist der Respekt. Respektvoller Umgang, sei es mit dem Kunden, Kollegen oder Vorgesetzten, schafft eine positive Arbeitsatmosphäre. So, das war jetzt erstmal grob und schnell mein Code of Honor. So, jetzt kommt aber das Proof of Concept. Proof of Concept, Erfolge sprechen lauter als Worte. Der Proof of Concept bildet den grundlegenden Abschluss von mir in meinem Code of Honor. Meine erfolgreichen Absolventen sind der besten Beweis von der Effektivität meiner Methode. Aber der Code of Honor ist nicht nur, oder das Proof of Concept kommt jetzt gleich als Ergänzung dazu. So, Proof of Concept. Proof of Concept. Mein Proof of Concept in meinen Verkaufstrainings, Seminaren und Workshops. Erfolgreiche Verkaufsstrategien erfordern nicht nur Theorie, sondern auch praktische Anwendungen. So teile ich mein Proof of Concept. Und gehen wir mal auf die Schritte wieder ein. Was ist ein Proof of Concept? Ein Proof of Concept ist ein überzeugender Beweis dafür, dass die bestimmte Idee, Methode oder Strategie in der Praxis auch funktioniert und es funktioniert. So, nächstens. Ich habe hier meinen Ansatz zum Proof of Concept in meinen Verkaufstrainings. Mein Ansatz kombiniert während der Verkaufstechniken mit praxisnahen Übungen, den Teilnehmern zu ermutigen, das Erlernte, also die Theorie, 1:1 umzusetzen und das in die Tat umzubringen. Praxisnahe Szenarien. In meinen Seminaren, Trainings gehen wir auf die praxisnahe Szenarien ein, sodass jeder Teilnehmer diese auch meistern kann und umsetzen kann in der Praxis. Feedback und Anpassung. Das ist mein wesentlicher Proof of Concept und es gehört zu meinem Proof of Concept dazu, dass ich auf Feedback zu meinen Teilnehmern aufbaue. Der nächste Schritt ist messbare Ergebnisse. Mein Proof of Concept basiert auf messbare Ergebnisse. Der nächste Schritt ist die Motivation, Disziplin und Selbstvertrauen. Durch den Proof of Concept gewinnen die Teilnehmer das nötige Selbstvertrauen, um hervorragende Verkaufssituationen zu meistern und sich neu zu motivieren, neu zu disziplinieren. Nun kann ich sagen, abschließend, dass mein Proof of Concept ein wichtiger Teil ist meines Code of Honors. So, meine Lieben, das war nun diese Podcast-Folge. Kurz und knapp gehalten, Code of Honor und Proof of Concept. Ich hoffe, du konntest einen Einblick erhaschen. Bei der ersten Aufnahme war es natürlich eine Herausforderung für mich, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ihr habt es ja hier auf Twitch live gesehen, aber jetzt seht ihr es in Original und authentisch und ehrlich, so ich bin. Und wenn du dieses Video hervorragend findest, gib diesem Video einen Daumen nach oben, schreib gerne was in die Kommentare und teile dies, speichere dies gerne ab.
Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Video. Dein Michael.